jetzt bis drei und dann ruft er ganz laut seinen Namen. Abgemacht? Ja! Es geht los. Eins, zwei, drei. Ja, da wird's aber eng im Höschen, was? Und jeder, der versucht, mir mein Gold zu nehmen, wird untergehen. Ja! 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 In dieser kleinen Schachtel soll ein Schatz sein, der für all die vielen Kinder reichen soll. Soll ich mal reingucken? Tatsächlich. Wisst ihr, was hier drin ist? Echte Elfenwaldschätze. Hier drin befinden sich Pflanzensamen. Und wenn ihr jeder davon welche mit nach Hause nehmt, die in die Erde steckt, immer schön gießt, ein Liedchen singt, euch gut drum kümmert, wächst daraus eine riesengroße Blume, die so golden leuchtet wie die Sonne. Ist das ein toller Schatz? Ja! So, hallo wieder mal. Wir sind heute auch wieder auf dem Fest gewesen, habt ihr gerade schon gesehen, auf dem Mittelalterfest, dem Siegfried-Spektakel, sind jetzt ein paar Meter am Römischen Museum vorbei zur Xantner Südsee gelaufen. Das Wetter ist halt absoluter Traum, ihr seht das im Hintergrund wahrscheinlich, wenn man ein bisschen rumschwenke. Ja, das ist der See, ein riesiges Seengebiet, Xantner Südsee und Nordsee, richtig, richtig cool. Und da hinten gibt es auch Gastronomie natürlich und wir wollen hier gleich mal eine Pause machen, die Kinder sind auf dem Spielplatz und ich denke mal, gleich gibt es vielleicht mal ein Stück Kuchen oder ein Eis. Session der Rabenbrüder und der Dudelzwerge. Das ist meine Tochter. Und gebt Pandorn das Kommando. Eins, zwei, drei, Feuer, frei! Oh.
wohl. Von Anbeginn der Zeit unterliegt ein jegliches Leben nur einem einzigen Gesetz. Dem Gesetz der Natur. Ruhend auf den vier Säulen seiner Elemente, so haben wir die Erde. Die Erde, die ein jegliches Leben eine Heimstatt bietet. Über die Erde geht der Wind, der Odem der Welt. Mit dem Wind kommt der Regen, das Wasser, die Quelle allen Seins. Doch ist es das vierte Element, das den Menschen seit jeher fasziniert und was er zu beherrschen trachtet. Das Element Feuer. Lebensspendend, lebensvernichtend, ist es sowohl gefährlich als auch rettend. Seid also jetzt Zeugen. Zeugen, was möglich ist. Wenn Mensch und Tier es heute hier schaffen, das Element Feuer zu beherrschen. Zwischen Mensch und Mensch möglich sein.